Und wo wir gerade hier im Tempel sind, könnten wir doch eigentlich was spenden. Denn wir sind ja doch recht viel mit dem Boot unterwegs. Und Effert Segen dazu holen wäre schon praktisch. 40 Dukaten hat jeder. Also haben wir zusammen 240. Ach, oder wir lassen es uns einfach anzeigen. Euer Vermögen beläuft sich auf 242 Dukaten. Wie viele Silberstücke wollen wir opfern? 100 Silberstücke wären 10 Dukaten. Das müsste doch eigentlich erstmal reichen. Zack. Der Geweihte am Opferstock bedankt sich freundlich. Und vielleicht kriegen wir so auch weniger Piratenüberfälle. Jetzt wollen wir zum Hafen, um nach der Seemannsbraut zu suchen. Es liegt nur ein Schiff nach Runens Hafen vor. Aber kein NPC, mit dem man reden könnte. Und wir wollen jetzt nach Hjalsingur. Das war irgendwo an der Westküste. Also fragen wir mal. Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Otterche und nach Bremen. Bremen ist gleich um die Ecke, da kommen wir zu Fuß hin. Und Otterche, da kommen wir her. Das lag östlich von uns. Na gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir den Ausgang. Wechseln erstmal auf Mürren zurück, damit wir draußen nichts übersehen. So, also da ist Bremen. Und dieses Hjalsingur muss irgendwie eins von denen hier sein. Fangen wir mal oben an. Ja, genau. Das ist es also. Also laufen wir jetzt unten darum oder wir laufen... Oder wir nehmen ein Schiff hier oben rum. Wie hieß das hier oben? Das war nicht Otterche, oder? Das war Orville. Ah, da mussten wir aber klettern, oder? Oder musste man von Orville nach hier klettern, nach Hovig? Machen wir mal zurück und nehmen einen anderen Ausgang. Den da. Was war da unterwegs? Ne, klettern musste man, glaube ich, von Orville nach zu der anderen Stadt. Also reisen wir jetzt hier hin, dann weiter nach links und dann runter die Küste entlang. Das müsste schneller gehen, als wenn wir ganz unten bei Bremen rumgehen. So, Nachtruhe. Einmal Essen suchen. Wachen aufstellen und jetzt auf die neue Reihenfolge achten. Tirik, Gwendolyn, Gerogon. Und bitte neue Tanelen finden. 4 Stunden. 2 Donfstängel. Oh. Da sind gerade Rationen verschwunden. Nimm du mal 2. Und du hast genug. Du hast auch noch. Du hast keine. Du hast dafür Kräuter. Tauschen wir doch mal mit dem Spiegel. Du hast 1 Ration, du hast 3 Rationen. Jeder hat jetzt was zu essen. Ja, gut, gut. So, schlafen. Nein, nicht schlafen. Erst Tanelen essen. Nom, nom, nom. Und der Rest braucht nicht. Jetzt schlafen. Ja, das wird wirklich noch gut 2-3 Tage, da müssen wir da oben ankommen. Terrick. Wenn. So. Das heißt, vielleicht wäre es untenrum doch schneller gegangen, weil man halt nicht so lange braucht für die Strecke. Weil an der Küste lang gehen ist doch ein wenig entspannter, als durch die Berge zu kraxeln. Weiterreisen. Eine Berghütte. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen weiter marschieren. Oh. Vor euch liegt ein ovales Tal mit beträchtlicher Größe, das mit dichtem Nebel angefüllt ist, sodass es fast wie ein milchiger See wirkt. Versuchen geradeaus durch den Nebel zu stapfen oder das Tal am Rand umgehen? Also wenn wir durch den Nebel durchgehen, dann finden wir vielleicht irgendwas, was wir nicht hätten finden können sonst. Aber es hätte auch gut sein können oder könnte auch gut sein, dass wir dann ein Sumpfloch finden.
wir versuchen erstmal geradeaus zu gehen. Wenn da wirklich ein Sumpf sein sollte, dann müssten die Helden das ja früh genug merken. Ihr könnt die Hand kaum vor Augen sehen. Der kalte Nebel dringt euch wie eine Geisterhand durch die Kleidung. Aber nach einigen Stunden führt der Weg wieder bergan. Und schließlich habt ihr das Tal hinter euch gelassen. Na gut, da war also nichts versteckt. Es war einfach nur unheimlich. Einmal jagen, bitte. Und etwas Essbares. Sehr schön, das können wir gleich wieder verteilen. Warum hast du das nicht? Irgendjemand müsste jetzt viel zu essen haben. Oder sie hat einfach ganz wenig erlegt. Eins von beiden. Du hast noch zwei, du hast keins. So. Kräuter suchen. Tanelien, komm schon, Tanelien. Ah, keine Kräuter. Ja, ich glaube, ich hatte letztes Mal vergessen, bei ihr Kräuterkunde zu steigern. Das darf ich dieses Mal auf keinen Fall vergessen. Oh, ein Oger. Und Talana hat fast keine Astralenergie. Ja, das ist nicht gut. So, du machst zwei Schritte zurück. Zaubern. Und du machst jetzt einen Blitz, dich find. Der Ogre ist geblendet. So, jetzt haben wir eine Runde mehr Zeit, uns zu positionieren. Zum Beispiel dich. Kannst du über den schlafenden Gerogon schießen oder nicht? Ah, du hast die falsche Waffe in der Hand. Waffe wechseln. Warum stand da gerade wieder Rapier? Da war doch irgendwas faul. Na gut, du hinter den Ogre. Abwarten. So, du tötest ganz schnell den Ork vor dir. Hoffentlich. 13 Schaden und er macht nichts. Also er fällt nicht tot um. Naja, komisch. Na gut, du machst wieder einen Blitz, dich find. Ja, machen wir mal lieber. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, du haust Ogre. Aggressiv. Du. Ah, sie kann wahrscheinlich einfach nicht an Gerogon vorbeischießen. Also sie kann schon schießen, aber halt nicht in die Richtung. Das heißt, sie muss jetzt drumherum gehen und verbreitet dadurch wieder eine Runde. Ja, sichern. Abwarten. Tirik ist dran und kann sich eigentlich nur in den Weg stellen. Oder den Ork da angreifen. Jedenfalls, nächste Runde. So, du bist dran und machst jetzt doch langsam einen Fulminictus. Da Yalan ja auch in Position ist. So, 15 Schadenspunkte, sehr schön. Du hast keine Astralenergie mehr, also knüppelst du einfach drauf ein. Du haust auch drauf ein. Der flieht, sehr schön. Zauber, Kampf, Fulminictus. Misslungen. Ah, so. Also bisher hatte der Ogre noch keine Chance, richtig zuzuhauen. Dazu dürfte er aber gleich kommen, und zwar Gwendolyn in den Rücken schlagen. Hoffen wir mal, dass das nicht zu viel auf einmal wird. So, du zauberst nochmal, bitteschön. Fulminictus, jetzt aber, komm. 8 Schadenspunkte, ja, besser als nichts. Wir könnten noch mit drauf einschlagen, aber ich will nicht, dass der Ogre sich irgendwann mal umdreht und Talana so one-hittet. Das muss ja nicht sein. Also gehst du jetzt mal dahin, damit Tirik den Ogre gleich von vorne angreifen kann. Genau. Du gehst dahin und kannst ihn nächste Runde angreifen. So, also weit so gut. Wenn er jetzt nicht wirklich mit einem Schlag 15, 20 Schadenspunkte verursacht, ist alles in Ordnung. Vielleicht sollten wir auch mal einen Gang runterschrauben. Also bisher hat er ja noch nichts gemacht. Dann schieße ich lieber mit dem Bogen. Sonst verbrauchen wir jetzt so viel Astralenergie, dass wir... das kam jetzt unerwartet. Ich wollte gerade sagen, sonst verbrauchen wir jetzt so viel Astralenergie, dass wir erstmal wieder 5, 6 Tage rasten müssen. Okay, den habe ich also auch überschätzt. Aber...
Lieber überschätzen als unterschätzen. Abwarten. Du stellst dich mal dahin. Oh, Verstärkung. Das kenne ich so auch nicht. Dann haust du mal auf den Ork. Du schießt auf den und Myrim knüpft sich den anderen vor. Das ist doch ein komisches Timing. Euer Anführer ist tot, zwei seiner Kameraden sind tot und genau dann willst du mit uns in Nahkampf gehen. Aber na gut, wenn das dein Wunsch ist. Dahin. So, du machst nix. Du schneidest den Weg ab. So, sehr schön. Aber nur drei Dolche. Dolche? Der Ogre hat wohl nichts dabei gehabt. Schade. Dafür 24 Erfahrungspunkte. Wir könnten versuchen, mehrere Tiere zu schießen. Aber das wird Stunden dauern. Nee, wir ziehen lieber weiter. Der Bergpfad führt nun schon geraume Zeit an einem Klamm entlang und wird zusehends schmaler. Zu einem Überfluss wird die Klamm auch stetig tiefer. Gwendolyn weigert sich weiterzugehen. Jalen weigert sich weiterzugehen. Konnten wir uns letztes Mal nicht betrinken? Nein, das war bei der Hängebrücke. Wir können unsere Kameraden die Augen verbinden und sie führen. Ja, genau. Also wenn ich tierisch Angst habe bei solchen Sachen, dann will ich mir auch unbedingt die Augen verbinden lassen, damit ich nicht sehe, was mit mir passiert. Nee, das ist keine Lösung. Einen Band Baladin anwenden. Das könnten wir. Machen wir doch mal. Und zwar Jalen versucht das Ganze. Ihr erreicht wohlbehalten das Ende des Grates. Ab jetzt könnt ihr euch wieder normal bewegen. Ah, sehr schön. Eine Berghütte. Ich würde gerne wissen, wie spät es ist, ob sie das überhaupt lohnt. Sagen wir erstmal nein. Ja, hätte sich natürlich bestens gelohnt. Ich sollte echt mehr ein Auge auf die Zeitanzeige haben. So, einmal Nahrung. Einmal Kräuter. Keine Kräuter. Du hast kein Tanel mehr. Du hast eine für dich. Eine für Talana. Und Myrim hat keine für sich selbst. Oh, Terek hat noch welche gehortet. Sehr schön. Nimm erstmal nur eine, damit du auch noch einen Slot frei hast. Und die zwei können zu ihr. Wer hat jetzt schon einen gegessen? Also ich glaube, Myrim hatte welche gefunden, aber sie hatte noch keine gegessen. Mist. Oh, Gerogon hat auch noch welche. Na gut, dann können wir ja auch ein paar verbraten. Also, drei zu ihr. Sie müsste, glaube ich, die eine gegessen haben. Jetzt kannst du die andere essen. Und du die. So. Jetzt müsste jeder eine gegessen haben, also mindestens eine. In der nächsten Stadt unbedingt dran denken, Kräuterhändler aufsuchen und davon mal so 20, 30 Stück kaufen. Weiterreisen. Nein, wir wollen immer noch nichts jagen. Denn wir haben immer noch mehr als genug Ration. Oh, doch. Mehr als genug Ration. So, Kräuter suchen, 4 Stunden. Keine Kräuter. Oh, ich glaube, ich habe letztes Mal vergessen, die Wachen aufzustellen. Peinlich. Oh. Ach, das ist das Massaker von den Wölfen. Wo sich diesmal Terek übergibt. Letztes Mal war es ja Gwendolyn. Und eine Hütte wollen wir nicht besuchen, da war der Druide drin. Und 10 Schritte vor der Stadt ist unsere Gruppe zu erschöpft. Keine Kräuter. Dafür wieder Wachen. So, diesmal ein wenig koordiniert das Ganze. Also. Talana.
hat eine gegessen. Jalen hat eine gegessen. Und Mürrem hat eine gegessen. So, keine Verschwendung. Und tada, das kennen wir doch irgendwoher. Orville. Schön. Speichern wir ab und danach reisen wir dann in der nächsten Folge weiter die Küste entlang. Und ich habe es schon wieder getan. Wir sind in einer Stadt, also können wir gefälligst auch zu einem Tempel gehen. Da, diesmal ein Travia-Tempel. Sollen wir daran auch spenden? Travia, Ernte und allgemeine Gastfreundschaft. Ja, warum nicht? Spenden wir auch mal 100 Silberstücke. Und speichern danach ab. LP 24 und bis gleich.